Der kleine Wurm hier, der sucht natürlich auch ein Zuhause. Das ist auch noch ein ganz, ganz kleines Mäuschen mit winzigen Zähnchen. Es hieß, es ist ein Galgo-Welpe. Wahrscheinlich ist es ein Mischling. Sieht aus wie ein Galgo, den man zu heiß gewaschen hätte. Er ist total freundlich, hier im Tierheim total nett. Also wir finden ihn einfach super zauberhaft. Und er hat eine echt witzige Farbe. Warte mal, kann ich auch kratzen? Der hat nämlich ein schönes, gestromtes Gesicht. Und als wir ihm gerade seine Jacke ausgezogen haben, haben wir uns erschrocken, weil sein ganzer Körper ist schwarz. Er hat sozusagen gestromte Beine, ein gestromtes Gesicht. Aber der Rücken ist schwarz. Ist wirklich ein kleiner, freundlicher Kerl. Kleiner, niedlicher Galgo-Mischling. Der wird wahrscheinlich auch nicht so groß werden wie die Galgos. Der wird kleiner bleiben. Und natürlich sucht das Püppchen auch ganz, ganz dringend ein neues Zuhause, damit er nicht hier im Tierheim alleine sein muss und alleine aufwachsen muss. Die Tierpflegerinnen geben sich natürlich die größte Mühe, um ihm gerecht zu werden, aber das ist im Tierheim natürlich einfach nicht möglich. Was ich ganz schön finde ist, er hat mich noch nicht einmal gebissen. Das ist für so einen kleinen Quirl, für so einen kleinen Junghundewelpen gar nicht typisch. Eigentlich hauen ihre Zähnchen immer überall rein, das macht er schon nicht mehr. Das ist aber schön. Da wird sich deine Familie freuen. Ja, guck mal, komm. Ja, super, zu Hause.